sicherlich gehört, in den Medien ist ja regelrechtes Bashing bezüglich Putin. Da fragt man sich, was ist denn los? Putin, was vertritt er denn eigentlich? Man muss jetzt überlegen, was ist denn mit der Sowjetunion und mit Russland los? Es gab das Oktoberrevolution, da hat die sogenannte Bolschewiki den sowjetischen Staat weggeputscht. Die Zarenfamilie hat man nach Ekaterinburg geschafft und der Lenin hatte den Auftrag, die Zarenfamilie zu ermorden. Da sind die also in den Keller geführt worden, da hat die Zarenfamilie einen ganzen Schmuck angelegt, damit die Pistolenkugeln sozusagen nicht durchtreffen. Aber die haben dann so lange geschossen, bis die dann wirklich einfach tot waren, weil irgendwann hält das dann nicht mehr. Und da sind die also noch qualvollen Tod gehabt um mehrere Stunden. Und die Bolschewiki hat also sozusagen dann die Zarenfamilie getötet. Aber es gibt einige Überlebende. Und einer der Überlebenden ist der Medvedev. Das ist also ein Vater und Mann der Romanows. Und die haben sich dann immer abgewechselt. Der eine hat die Regierung vertreten und der andere hat die Nachfolgeorganisation der Sowjetunion vertreten. Da gibt es immer die Duma und immer die Russische Föderation. Und das Ziel, was Putin verfolgt, ist, in Russland das Zarenreich wiederherzustellen. Er will eine Verwaltung des Zarenreichs auf den Weg bringen und eine geistliche Führungskraft in Ekaterinburg versenken. Also sozusagen einen neuen Zaren hinstellen, der geistliches Oberhaupt ist und eine Verwaltung dafür, die Russische Föderation in das staatliche Recht vom Kaiser überführen. Man muss überlegen, dass Russland und Deutschland eine ähnliche Geschichte haben. Beide hatten einen Putsch, beide waren Monarchien, aber die Russen haben das über die Russische Föderation klären können, dass sie nicht in eine Regierungsnot kommen oder in einem Rechtsstillstand, um sich gegen gewisse negative Entwicklungen zu wehren. Wir haben ja die gleiche Entwicklung, die hier passiert ist, dass sich Gemeinden zuvor umformiert haben und dann sozusagen, öffentliche Bodenrechte oder öffentliche Gebäude zu privatisieren, das hat man in Russland mit der Föderation verhindert. Und wie er gesehen hat, hat er letzte Woche dem Soros gesagt, wenn du dich hier aus dem Land verziehst, wirst du verhaftet. Also das ist ja diese Open Society, die der Soros-Gesellschaft gehört, und die versuchen Russland zu destabilisieren. Da hat Putin gesagt, ihr dürft ihr nicht mehr. Und da haben sie also jetzt Verbot gekriegt, und jeder, der sich mit diesen Nichtregierungsorganisationen in Russland einlässt, da gibt es eine Liste von 20 solchen Organisationen, die sich also zum Negativen entwickelt haben, und die müssen also das Land verlassen. Und da gehört auch zum Beispiel Scientology dazu. Wir müssen also auch aus Russland raus. Durch die Russische Föderation hat es Russland geschafft, sich aus der Macht der Nichtregierungsorganisationen zu befreien. Und das erbt man durch die Lobbyisten, weil die sogenannten Oligarchen, die in Russland lange Zeit die Macht hatten, die haben im Prinzip durch ihre Verkäufe von russischem Staatseigentum sich eine goldene Nase verdient. Ja, die haben also in Moskau ein blühendes Leben geführt und sind dann also auf der Krim oder in Sotschi, dort in den großen Städten, im Prinzip kleine Könige und leben aber im Prinzip wie Parasiten auf dem ehemaligen Volkseigentum. Und das ist Putin böse aufgestoßen, weil er hatte Aktien in Gazprom gehabt und da hat er einen sehr großen Anteil verloren. Das sind einige Milliarden, die da eben durch den Lappen gegangen sind, und da ist er aufgewacht. Und hat gesagt, das geht so nicht weiter. Ich habe jetzt selber einen Schaden erlitten, ich will es aber nicht, dass das ganze Volk im Prinzip so einen Schaden erleidet. Und da hat er seine politische Meinung, es hat ja einen Werdegang eines, kommunistischen Führers in den ganzen KGB durchlebt und hat dann irgendwann eine Konfrontation mit dem System gehabt, ist aufgewacht und ist jetzt im Prinzip der Führer der Gegenbewegung zur neuen Weltordnung, sogenannten neuen Weltordnung. Ja, und wie ihr gesehen habt, heute in Luz ist ein großer Flugzeugträger heute in der Ostsee gewesen. Und da ist Putin mit seiner neuen Militärtechnologie einmal drüber geflogen und hat das Ding manövrierunfähig gemacht. Das hat er schon das zweite Mal gemacht. Immer war ein ähnlicher Flugzeugstrecker im Mittelmeer eingefahren, und das ist im Prinzip wie ein Angriff. Und da ist ein Flieger drüber geflogen über das Schiff und hat die ganze Elektronik abgeschaltet.
mit einer neumodischen Waffe. Die haben sie heute in der Ostsee nochmal gemacht. Also der Flugzeugsteiger, dünne Tasten oder so, das wird mal eine Firmenfälsch. Putin hat jetzt Folgendes vor. Er möchte Ostpreußen, was auch immer seiner Verwaltungshoheit stellt, den Menschen offen machen, die in der westlichen Wertegesellschaft, in Anführungsstrichen, Probleme haben. Also die mit den gesellschaftlichen Umständen nicht klarkommen und die irgendwo in die Welt ausreißen wollen, aber will, dass die Leute ihre Staatsangehörigkeiten verlieren. Und die können sozusagen in Ostpreußen Einbürgerungsanträge stellen, ohne dass sie ihre Bundesstaatenangehörigkeit verlieren. Das ist also jetzt der neue Plan. Das ist so eine Größenordnung von 200.000 Leuten erstmal vorgesehen. Muss man sich überlegen. Ne? Hat er sich also überlegt, also die Leute, die also ständig eine Konfrontation haben, können also dann dort in das Land rausgehen. Und es würde auch ein Land betreffen, zum Beispiel Elsass-Lothringen, könnte man also auch auswandern, ohne dass man die Bundesstaatenangehörigkeit verliert. Und auch an die Grenzen Oder-Neiße-Klasse bis zur Ostgrenze Polens, das ist auch ein Gebiet, wo das möglich ist, aber es ist natürlich noch kalt. Putin möchte die Ex-DDR und die Ostgebiete vereinigen. Dazu muss er aber einen alten Vertrag, den er mit Frankreich hat, erstmal auflösen. Die DDR ist sozusagen auf Geheiß der Sowjetunion an Frankreich gegangen. Deswegen hat Mitteldeutschland eine andere Rechtsstellung als die westliche Bundesrepublik. Wir stehen im Ordre Public, französisches Kriegsgesetz, was erlaubt, gewisse gesetzliche Regelungen, die in der Bundesrepublik gelten, hier in Mitteldeutschland auch anzuwenden. Deswegen kann man in Mitteldeutschland eine UWIG machen, obwohl das UWIG-Gesetz in Mitteldeutschland die logische Kraft hat. Aber da die UWIG in Westdeutschland gilt, gilt sie über den Ordre Public auch hier. Putin hat aber herausgefunden, dass das so nicht geht. Denn man müsste in den Urweg im Prinzip in Frankreich angezeigt kriegen und dann müsste das französische Gericht die Urweg verurteilen und dann nach Ostmitteldeutschland reinreichen. Und das ist aber nie passiert, ist diese Rechtsunsicherheit, weil es würde jeder aufwecken, wenn man im Prinzip einen Strafzettel aus Frankreich kriegen würde. Und man hat sich also darauf geeinigt, das dann lieber zu lassen. Und also Mitteldeutschland und die Ostgebiete in das ursprüngliche Recht, was am 17.07.1990 spielt, zurückzusetzen und uns auch die Siegelrechte wieder zu gewähren. Wir müssen also erst abwarten, bis die Verträge mit der BRICS-Währung abgelaufen sind, weil es laufen noch Verträge dieses Jahr aus, die Jelzin und Gorbatschow mit der Weltbank geschlossen haben. Die haben also für die russische Regierung nachteilige Verträge gemacht und diese Fett und diesen Dollar mit dem russischen Rubel weiter mit 10 Jahren gebunden. Und diese Verträge laufen also jetzt in der nächsten Zeit aus. Es sind verschiedene Verträge mit verschiedenen Laufzeiten, aber es ist wohl so, dass es noch dieses Jahr ausläuft. Und wenn das ausläuft, will Russland eine neue Währung auf den Weg bringen, die sogenannte BRICS-Währung, zusammen mit Brasilien, Indien, China und Russland. Und dann ist die Frage, was Mitteldeutschland dann tut. So, da möchte ich meine Vortragsreihe jetzt beenden und erteile dann dem Holger nochmal das Wort. Und da kann man vielleicht nochmal das eine oder andere zu der Wahl sagen, wenn er das möchte.